Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister und Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen sehr gut. Wir hatten in den letzten Unterrichten die Harakat bekommen, die Bewegung, und zwar R-I-U, den Fetha. Strich oben nennt man Fetha und den Strich unten nennt man Kesra und diesen Kreis nennt man eben Dhamma. Das zur Information. Heute werden wir nur Fetha lernen. Deswegen, ihr wisst ja, wie man Fetha ausspricht und ihr könnt jetzt alle Buchstaben auch mit Fetha aussprechen. Deswegen macht man jetzt einen Stopp, liest euch die Wörter an oder liest euch die Wörter einfach und schaut mal danach, ob ihr es richtig ausgesprochen habt oder nicht. Fangen wir dann mal an. Das erste ist Deraka. Okay? Damit ihr schon Bescheid wisst, bitte nicht, wenn ihr ausspricht, alles mal verlängern. Bei den Kleinen zum Beispiel ist es so, dass die brauchen ja Zeit, damit die Buchstaben aussprechen und dann sagen die eben Deraka. Okay? Versucht euch das von Anfang an schon abzugewöhnen. Danach habt ihr es richtig schwer. Es gibt einen großen Unterschied, es kann große Unterschiede kommen, wenn ihr schon eine Verlängerung macht. Dann kann man alles schon falsch verstehen. Und das habe ich, also in dieser Sache habe ich sehr viel Erfahrung. Das kann ich euch sagen. Okay, das erste ist eben Daraka. Das nächste ist Daraja. Das nächste ist Wazana. Waraka. Adaba. Ich wiederhole nochmal. Daraka. Daraja. Wazana. Waraka. Adaba. Ich gehe zur nächsten Zeile. Warada. Radaa. Wazara, Zara'a, Razaqa. Ich wiederhole nochmal. Warada, Rada'a, Wazara, Zara'a, Razaqa. Ich gehe zur nächsten Zeile, zur dritten. Akhada, Sa'ala, Amala, Abada. Qara'a. Ich wiederhole nochmal. Akhada, sa'ala, amala, abada, qara'a. Die vierte Zeile. Taraka, nazala, wajada, walada, dhahaba. Ich wiederhole nochmal. Taraka, nazala, Wajada, Walada, Dhahaba. Jetzt komme ich zur vorletzten Zeile. Rasada, Hasada, Qatala, Khalaqa, Waqaba. Ich wiederhole nochmal. Rasada, Hasada, Qatala, Khalaqa, Waqaba. Und jetzt die letzte. Faraqa, abaqa, dakhala, fataha, afaqa. Ich wiederhole nochmal. Faraqa, abaqa, dakhala, fataha, afaqa. Ich hoffe, alles war deutlich. Falls nicht, könnt ihr es mir in den Kommentaren schreiben, wo ich nicht richtig deutlich ausgesprochen habe und dann kann ich es euch nochmal ausführlich erklären. Ja, somit sind wir mit den Übungen vorbei. Ich schicke euch noch ein Bild, wo ihr dann nochmal euch ausüben könnt oder wo ihr noch üben könnt. Und da gibt es in der zweiten Zeile und dritten Zeile Wörter, wo die Buchstaben nicht zusammengehen. Geschrieben worden sind. Und deswegen keine Ahnung, was da passiert ist. Das hat man eben nicht verbunden, sondern einfach nur getrennt geschrieben. Und somit ist es, glaube ich, ein bisschen für euch leichter. Nicht, dass ihr euch dann wundert. Sage ich schon jetzt. Von jetzt an schon viel Spaß. Übt fleißig und bis zum nächsten Mal. Ma'assalame. منهاجنا تقوى
Terminal.